Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich heute, eine der bekanntesten Society Ladies Deutschlands zu Gast zu haben. Ihr kennt sie alle und ich habe gehört, die allermeisten mögen sie auch sehr. Ich freue mich, dass sie da ist. Vanessa Blumhagen, wie geht's dir und wo bist du? Wow, vielen Dank für das großartige Intro. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bin in Hamburg im Büro und mir geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank, lieber Nico. Das freut mich. Du siehst fantastisch aus. Dankeschön. Man tut sein Bestes, ne? Ich habe aber auch den Eindruck, als Society, wenn bei irgendeinem Job das Wort Society davor steht, ist die Kleidung schon automatisch ein bisschen teurer, oder? Ja. Also ich finde, du siehst immer aus, als ob es sehr, sehr, sehr hochwertig ist. Also das ist Zara, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Und klar, weiß ich nicht. Also klar habe ich auch ein bisschen teurere Stücke, aber das meiste ist wirklich da, wo alle anderen auch kaufen. Vielleicht kaufe ich ein bisschen anders, ne? Vielleicht hat man so ein bisschen anderen Blick auf die Dinge. Aber ansonsten, ihr könnt euch alle wieder hinlegen. Es ist nicht teurer als bei euch. Du bist bei Sat.1 als Society-Expertin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen dabei. Du warst fast 10 Jahre wirklich regelmäßig, 1-2 Mal die Woche. Mittlerweile ist es nicht mehr so häufig, ne? Also ich war 15 Jahre regelmäßig, um es genauer zu sagen. Die ersten 5 Jahre war ich ja bei RTL, bei den lieben Kollegen, und bin dann sozusagen genau im gleichen Job gewechselt zu Sat.1. Und das war wirklich, also 15 Jahre wirklich 4 Tage die Woche unterwegs zu sein, immer auswärts schlafen. Es ist ja auch nicht bei RTL.6.9 und Sat.1 Frühstücksfernsehen geblieben. Man ist ja dann immer weitergeflogen und nochmal nach München oder hat in Berlin gedreht und so. Und das ist wirklich tatsächlich anstrengend. Also auch wenn jetzt Menschen, die 3 Jobs auf einmal haben, sich wahrscheinlich totlachen, es ist nicht so anstrengend wie eure Jobs, aber tatsächlich dieses permanente Unterwegssein. Und du sagst es ja selber, wir stehen immer im Fokus der Öffentlichkeit. Das heißt, es kommen dann immer die Nachrichten, oh, die Blumhagen ist dick geworden oder oh, die ist ja viel zu dünn und wie sehen denn die Haare aus? Das macht tatsächlich was mit einem. Und insofern war ich nicht so unglücklich, als ich das Ende 2022 abgezeichnet hat, dass sich das sehr reduziert. Und war das dein Vorschlag? Nee. Das war nicht mein Vorschlag, aber das war ein Vorschlag, den ich mich wahrscheinlich nicht getraut hätte zu machen, weil wir ja alle so Gewohnheitstiere sind und es ist ja ganz schön, klar, auch wenn es anstrengend war, man gewöhnt sich an diese ganze Sache. Also ich hätte es wahrscheinlich nie von mir aus gemacht, aber ich war dankbar, dass jemand anders die Entscheidung getroffen hat, sagen wir es mal so. Passiert es oft, dass wildfremde Leute dich anquatschen wegen irgendwas, was in der Society passiert ist? Also mich quatschen oft Leute an auf der Straße. Das ist dann meistens nicht, dass jemand fragt, ist Megan wirklich so eine blöde Kuh, sondern die sagen dann, oh, ich habe sie an der Stimme erkannt oder können wir ein Foto haben oder so. Aber dass die direkt mit irgendeiner Frage irgendwas mit Prominenten kommen, das ist tatsächlich wirklich ganz, ganz selten. Also wenn man dann so ein bisschen weiter quatscht, dann kommt immer irgendwas. Ich habe auch witzigerweise bei meinem Hausarztfreund eine Arzthelferin, die kommt immer sofort an und sagt, also jetzt müssen wir nochmal da über Megan und Harry reden, ne? Aber ansonsten ist das, hält sich das wirklich in Grenzen. Also als erste Frage, sagen wir es mal so. Und wie nutzt du jetzt die neue freiere Zeit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt massiv viel mehr Freizeit hast. Ich glaube, du bist eine Frau, die schon seit Jahren sehr gut unterwegs ist. Nee, das ist tatsächlich nicht so. Ich habe ja schon seit 11 Jahren noch so ein kleines Nebenprojekt, sagen wir mal, Hashimoto Deutschland. Da gibt es ja das ein oder andere Buch dazu. Und tatsächlich ist das jetzt was, wo ich mich fulltime für aufopfere. Also das ist mein kleines Start-up, meine kleine Firma mit ein paar Mitarbeitern. Und ich schreibe ja Bücher zum Thema Hashimoto. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem zerstört die Schilddrüse. Haben irgendwas zwischen 11 bis 13 Millionen Menschen in Deutschland. Die Anzahl rapide steigend, wie bei allen Autoimmunerkrankungen. Und ja, wir veranstalten Hashimoto Days. Der nächste ist jetzt geplant am 20. April. Ich schreibe Bücher, habe gerade mit einer Freundin zusammen einen Spiegel-Bestseller geschrieben, Gesund, Stark, Schön. Der ist letztes Jahr am 19. September rausgekommen. Jetzt planen wir gerade dazu den Adventskalender und dann Buch Nummer 2. Also du siehst, Langeweile kenne ich nicht. Und dein erstes Buch dazu, Jeden Tag wurde ich dicker und müder, mein Leben mit Hashimoto, erschien 2013, das gibt es auch bei Spotify als Hörbuch komplett von dir gelesen. Im Dezember 2021 kam eine aktualisierte Auflage. Jetzt frage ich mich, war das für dich schwer, nochmal in dieses Original einzutauchen oder hat es dich eh nie verlassen? Also das ist ja sozusagen die aktualisierte Ausgabe. Nee, das war nicht schwer, weil es war einfach, also das war ein Wunsch von mir. Ich habe gesagt, wir sind jetzt so viel weiter beim Thema Medizin. Es entwickelt sich ja immer alles. Viele gute Sachen kommen da tatsächlich aus Amerika. Ist ja nicht immer so, aber beim Thema Medizin und Gesundheit und neue Erkenntnisse kommt da tatsächlich ganz viel her. Und ich habe gesagt, wir können dieses alte Buch nicht verkaufen. Und deswegen habe ich mich da hingesetzt. Das, was gleich geblieben ist, ist sozusagen meine Geschichte.
Die habe ich noch ein bisschen weiter erzählt und alles andere habe ich tatsächlich auf den neuesten Stand gebracht. Und ich glaube, also ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, das ist, glaube ich, das kompletteste Werk zu diesem Thema, was aktuell auf dem Markt ist. Ich lese ja auch immer alles, was alle anderen schreiben. Und ich glaube, da findet man tatsächlich so die Basics drin, wenn man jetzt eine frische Diagnose hat, dass man sich dieses Buch zu Hause hinlegt, einmal durchliest oder mehrmals durchliest und sagen kann, okay, da weiß ich jetzt, was muss ich in meinem Leben ändern, damit es mir wieder gut geht. Ist Hashimoto eine dieser Krankheiten, bei denen viele Leute sagen, du siehst aber gar nicht krank aus? Ja, also es kommt natürlich immer drauf an, ne, wie was da gerade im Körper passiert. Ich habe ja, bevor ich die Diagnose bekomme, ich habe ja über 3 Jahre nach einer Diagnose gesucht, gefühlt in einem Wimpernschlag 11 Kilo zugenommen. Da fragen dann die Leute schon so, sag mal, was ist denn mit dir los? Weil ich hatte nie Gewichtsprobleme, ich hatte immer meine 60 Kilo, mal waren es 61, mal waren es 59 oder wenn ich krank war, waren es mal 57. Da hat auch jeder gesagt, boah, du siehst aber schlecht aus. Aber dieses auf 71 hochschnellen, ohne irgendwas zu ändern, da, das fällt den Leuten schon auf. Und tatsächlich, wenn man mit dicken Augenringen rumläuft und die Haare ausfallen, also da gibt's tatsächlich schon Phasen im Zyklus dieser Krankheit, dass den Leuten das auffällt, aber man kann das natürlich alles gut kaschieren. Ich finde das toll, dass du da unterwegs bist und die Leute dich auch hören und du ein Startup daraus machen konntest, um noch mehr Menschen eben da zu helfen. Ich erinnere mich an den Moment, als du den Wechsel von RTL zu Sat.1 gemacht hast. Nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ich erinnere mich an den Moment. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Herzrasen bekommen. Ich dachte, wow. Tatsächlich irgendwie, Vanessa Blumhagen ist nicht mehr bei RTL. Ich habe gesagt, wer ist Vanessa Blumhagen? Das ist doch die Society Lady. Du bist automatisch eine Lady. Und deswegen haben viele sich natürlich auch gefragt, wie ist dieser Wechsel überhaupt entstanden? Und war der einfach für dich? Ach, wie ist der entstanden? Sat.1 hat angerufen und hat gesagt, kannst du dir vorstellen, bei uns zu arbeiten? Und das ging tatsächlich, boah, das ist jetzt schon auch so lange her, ne? Ich glaube, das zog sich auch über ein Jahr irgendwie, der Kontakt. Und dann haben die mir einfach ein Mörderangebot gemacht. Also mein Problem bei RTL war ja immer, die haben mich sozusagen gekauft unter dem Vorwand, du darfst ganz viel machen, du wirst mit Frauke Ludewig zur Formel 1 fliegen und du darfst zu den Oscars und das stand. Passierte alles nicht, weil natürlich Frauke Ludewig ihre Position da schützen und sichern wollte, was ich um Gottes Willen auch total gut verstehe. Und deswegen hat dann Sat.1 zu mir gesagt, bei uns darfst du das alles machen. Du darfst drehen, du darfst an roten Teppich, du darfst zu Interviews mit Hollywood-Stars und ja, so. Und deswegen, nee, und das war natürlich ein Risiko, das hätte natürlich auch total schief gehen können, aber ist ja toi toi toi, hat ja wunderbar funktioniert und hat auch lange super gut funktioniert. Und nee, war weder schwer noch komisch. Und du warst, glaube ich, einer der wenigen mit Kurzhaarschnitt, oder? Der übrigens super stand. Ja, 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 ja. Ja, der hat mir aber auch tatsächlich das Leben schwer gemacht. Also ich fand die Frisur auch super. Ich fand auch irgendwann mal, dass gut war, dass sie weg war. Weil wenn man 10 Jahre mit dieser Kurzhaarfrisur rumläuft, bei jedem Abendkleid sieht man irgendwie komisch aus und so. Also ich habe sie geliebt, aber ich bin auch total fein damit, dass sie jetzt wieder weg sind. Aber tatsächlich habe ich einen Job nicht bekommen bei Sat.1, eine große Moderation, weil die Entscheideretage bei ProSieben Sat.1 gesagt hat, nee, die sieht ja aus wie der Abklatsch von Sonja Zietlow. Ja, sowas hat man dann auch erlebt. So, das mit langen Haaren sehe ich aus wie alle anderen, aber weißt ja, wie die Männerwelt ist. Wer sich denkt, ich will aber Vanessa mal wieder ein bisschen über Promis reden hören, der hat natürlich bei deinem Podcast Fatal Royal die Gelegenheit. Mit wem machst du den und worüber redet ihr dort? Fatal Royal ist tatsächlich eine Erfindung von Sat.1 gewesen. Die haben mich mal angefragt, ob ich einen Podcast machen wollen würde zum Thema royale Themen. Und dann habe ich gesagt, ja, total gerne. Und dann mit wem? Und dann habe ich gesagt, es gibt nur einen Menschen auf dieser Welt, mit dem ich einen Podcast zu diesem Thema machen könnte. Und wollen würde, das ist mein guter alter Freund Frilip Hageny. Mit dem habe ich immer gedreht, wenn ich mit Sat.1 oder für Sat.1 auf dem roten Teppich unterwegs war. Und wir sind tatsächlich, wir haben am gleichen Tag beim Frühstücksfernsehen angefangen. Wir sind wirklich so, wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen. Und wir verstehen uns einfach mega und sind bei diesen Promi-Themen einfach auch sozusagen auf einer Linie und haben wahnsinnig viel Spaß. Und irgendwann mal hat Sat.1 keine Lust mehr gehabt und dann haben die uns den Namen geschenkt und alle Folgen und so und jetzt machen wir den so auf eigene Rechnung. Rechnung ist lustig, man verdient keinen Cent damit oder 3 Cent, weißt du ja selber. Und mit dem mache ich das jetzt und ich glaube, er hat gestern zu mir gesagt, wir sind schon über 80 Folgen, hätte ich nie gedacht.
Aber anscheinend auch kein Ende in Sicht, wenn ihr so viel Spaß habt. Ja, wir überlegen schon immer, ne? Also es ist ja tatsächlich Lebenszeit, die da drauf geht. Wir planen jetzt eine Bustour durch Berlin. Mal gucken, ob daraus was wird, und haben schon über Merchandise nachgedacht, um einfach mal Geld damit zu verdienen. Aber also ich rede einfach wahnsinnig gern mit Philipp einmal die Woche eine Stunde. Und es ist ja so, wir reden da so ein bisschen über unsere privaten Themen. Also er war im Urlaub oder ich habe das gemacht oder die Putzfrau hat das gemacht. Und dann reden wir natürlich noch über Promi-Themen. Also es ist so eine Mischung, und ich glaube, das kommt ganz gut an. Das Feedback ist auf jeden Fall gut. Die Abrufzahlen sind auch gut. Mal gucken, wie das weitergeht. Und kannst du uns verraten, wie es bei dir sonst karrieretechnisch weitergeht? Gibt es da Leute, die laut klopfen und hoffen, dass du mal wieder Ja sagst? Oder wie ist da der Stand? Du meinst jetzt fernsehtechnisch? Zum Beispiel. Ja, also da gibt es immer wieder Anfragen. Aber das Schöne ist ja, dass ich das nicht machen muss. Also ich habe jetzt 15 Jahre Fernsehen gemacht und habe da auch mehr oder weniger alles gesehen. Und deswegen, nee, also es gibt keine Angebote. Und ich bin auch... bin niemand, der aktiv den Finger hebt, und bin sehr, sehr glücklich und auch sehr, sehr ausgelastet mit dem, was ich gerade mache. Insofern, also sobald was Neues kommt, rufe ich die an. Aber aktuell kann ich da nichts vermelden. Wer Vanessa ein bisschen genauer begleiten möchte, der schaut auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Da sieht man, was sie alles macht. Und das ist eine ganze, ganze Menge. Und ich freue mich, dass sie heute zu Gast war in der Web-Talk-Show. Vanessa Blumhagen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und du hast doch eine schöne Möglichkeit. Du darfst jetzt in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die heutigen Abschlussworte fahren. Vanessa Blumhagen, bis dann. Ich komme mir ein bisschen vor wie die letzten drei im Dschungelcamp, die jetzt noch 90 Sekunden haben, um Aufrufe zu generieren. Also das, was ich sagen muss, aus meiner Geschichte kann man lernen, dass ihr an euch glauben sollt. Glaubt an das Wissen, was tief in euch steckt. Diese kleine Message, diese kleine Stimme, die immer sagt, aber ich wusste es schon immer und es ist so. Weil meistens ist das genau richtig und führt euch auf den richtigen Weg durch euer Leben.